You can get it if you really want. Nein! Das läuft so noch mit Absicht rein. Nee, nee, mit Absicht war das nicht. Das kannst du so nicht sagen. Das sah vielleicht so aus, aber das war nicht mit Absicht. Ah, den. Weil das. Den. Bescheuerte war ja auch noch, ich hab dann so einen Hutleuchner wie eBay gesehen. Für 300 Euro, also 50 weniger als meiner und doppelt so gut. Ja, warum hast du denn nicht den genommen? Weil ich den noch nicht gesehen hatte. Hm. Für nächstes Mal weiß ich aber, wenn ich so um die 300 Euro angespart habe. Ich war doch runter von der... Sag mal, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ich war doch definitiv von der Plattform runter. Warum schmeißt ihr mich denn noch ins Loch rein? Ey. Ja, ja. Ich krieg die Krise hier gerade. Das ist wieder ein sehr, sehr sinnvoller Part hier. Nein. Sehr produktiv, ja. Kommt so an das Zuzui-Niveau an. Ja, immerhin. So, und wenn ich den jetzt halt wieder 3 Euro zusammengesammelt habe, dann werde ich mir ihn bei eBay holen. Ich habe eben 3 Euro verstanden. Und dann könnte ich mir den jetzt schon holen. Ich habe 50. 3,50 hast du? 3,50 Euro. Ja. Tja, aber dann kam ja auch noch das Zuzui-Treffen dazwischen, ne? Mhm. Aber das war es wert, nehme ich an, ne? Jo. Weil ich hab dafür sowieso nichts bezahlt. Ich war runter! Ey, das ey. Leute, Leute, Leute. Die liebe Meute von heute. Es gibt so kleine gewisse Stellen in diesem Spiel, die mir Kopfschmerzen bereiten. So. Und jetzt bitte nicht verdrücken, Alex. Nicht verdrücken, nicht verdrücken, nicht verdrücken. Der muss Nein, sich erstmal ich hab mich verdrückt. Nein, so schnell geht das doch gar nicht. Wenn ich diesen Schalter betätige, dann ist diese Wand geöffnet und da kriegen wir Rüstung und ich hoffe auch einen Schlüssel, der uns endlich die Eisentür öffnen lässt. Ach so. Ja, und das will ich haben. Verständlich. Ja. Und ich komme, hier komme ich dann nicht rum. Ich muss wirklich diesen langen Jammer dann da rumlaufen. Das ist gerade ein bisschen. Na gut, nützt ja alles nichts. Nee. Ich wusste es genau jeden Schritt abtimen. Ich wusste es doch. Sie sind ein echter Mensch. Ja, das Mensch. Da zweifle ich auch gerade noch dran. Also, dass ich ein normaler Mensch bin. Nein! Ich hätte noch richtig drücken müssen! Ich war da! Jetzt drück so richtig! Ich lass die Maus. Ich muss einfach die Maus nur an dieser Stelle eigentlich stehen lassen. Ich brauche nur noch mit diesen Tasten hier arbeiten. Na 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 na. Ist das schön? Ist das schön? Das! Aber wie er da eben abgegangen ist. Voll gedreht. Yay! You spin my head right round. Ja, mach weiter. Das passt wenigstens. Ja, das passte auch bei Crash Bash damals, als sich Rillaru so gedreht hat. Guck gerade, man kann hier nicht wieder zurück. Echt nicht, ne? Nee. Gute alte Zeit. Ja, so lange ist das ja auch noch nicht her. Ja. Halbes Jahr mittlerweile so ungefähr. Ja. Kannst mal sehen, wie lange du kein Crash Bash mehr aufgenommen hast. Mhm. Ja. Vermisst du die Zeit nicht? Nö. Ich glaub's dir sogar. Aber ich hab's wenigstens durchgezogen, mein Lieber. Und ich heiße nicht Super Flash Crash. Jo. Gott sei Dank. Was soll das denn heißen? Da hättest du weniger als 600 Abonnenten. Meinst du? Oh. Ah. Na, ich hab ja auch nur 111. Ja, was heißt hier nur? Das ist doch auch schon was. Über 100 ist immer cool. Jo. Jo, finde ich auf jeden Fall gut. Und bei dir werden auch noch mehr kommen, da bin ich ganz sicher. Ich will aber eine Million. Ja, da muss auch ein bisschen sammeln, wollte ich gerade sagen. Sammeln. Da muss man noch ein bisschen sammeln. Ich hab den. Oh, ich war dran! Das nicht. Hä?
Aber ganz Unrecht hast du nicht. Da muss ich noch ein bisschen sabbeln, ja. Das auch, ja. Muss man als Let's Player gut können. Sabbeln kann ich auch. Wenn euch dieser Party gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Das gibt's nicht. Ich glaub, hast du gesehen? Ja, das liegt auch im Kopf. Das Spiel hat mich an der Stelle rausgeschmissen. Ich glaub's nicht. Es ist nicht wahr. Ich hasse diese Sprüche, wenn es immer gesagt wird. Ja, am Ende, ich kenne einen Let's Player, der das in jedem Part macht. Das riecht mich auch so ein bisschen an dem auf, obwohl ich ihn gerne gucke. Ja. Mann, Markus, ey, kannst du auch nicht machen. Da. Machen die also von GameTube, glaube ich, nicht, ne? Nö, die hacken da eigentlich nicht so drauf rum. Nur wenn sie irgendwie so Special-Videos oder haben, dann empfehlt uns weiter und so. Das kann man doch ruhig auch machen. Das ist halt gut gemacht. Warte mal, wenn ich hier eine Fackel wieder... Jetzt habe ich gerade eine Idee. Wenn ich die Fackel wieder reinsetze... Achso, Fackel. Dann geht die ja auf. Ich hab's erst Kackel verstanden. Nee, eine Fackel. Keine Kackel. Nee, dann... Vom Dackel. Hat nur Einfluss auf die. Okay, dann kann ich die behalten. Ich dachte dann... Ja, jetzt haben sie mittlerweile alle wieder Hunger hier, weil ich hier so lange rumtouren. Super. Habe ich noch was Kleines für dich? Ich will jetzt nicht das Eis... Ja, ich fütter dich auch. Hier, da. So. So. Genau. Duckula. Das war auch schön. Mit den Hamburger Krähen. Ich hab's! Ja! Speichern. Da kommt erstmal ein Gegner. Das ist mir scheißegal, ich hab's geschafft. Bin grad froh wie sonst was. So. Komm her, du dusseliger Blödmann. Ja, ich kann fiese Beschimpfungen aussprechen. Ja, komm ruhig her. Wirst schon sehen, was du davon hast. Wie No Ammo. Drei Pfeile da drin. No. Was? Vielleicht hast du die woanders. Ich hab die falschen Pfeile da reingenommen, glaube ich. Mhm. Waren die Feuerpfeile nicht für Vampi? Nee, das ist schon richtig, aber ich hatte die. Vom Pfeil. Die normalen Pfeile für den Bogen habe ich dann genommen und die kannst du nicht in die Armbrust spannen, komischerweise. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber. Na, weil die ein bisschen zu groß sind. Meinst du? Uah, der schießt ja. So, jetzt habe ich natürlich einen Pfeil hier runtergeschmissen. Das heißt, da muss ich gleich runterspringen, weil ich den Pfeil wieder haben will. So. Oh. Heavy Armor, okay. Das ist der schwere Armor. Okay, die hat Protection plus 6, das ist ja gar nichts. Dann gebe ich weißt, das Baby ist nur noch fett. Kriegt Dave die. Du oh, hast... da liegt ja noch ein schönes Schwert. Ja, aber das wird wahrscheinlich jetzt schlechter sein als das, was ich habe. Aber wenigstens habe ich das Secret gefunden. Das war es mir wert. So, was hat Vampy hier? Protection. Nee, Evasion. 5 und was hat das hier? Protection 3, Evasion minus 5. Ach ne, komm. Dann kann das weg. Und dieses Schwert hier, Sword of Nex, mal gucken, was das für eine. So, was hat das? 24, Speed 13. Ja, das ist fast schon ebenbürtig, aber ich lasse es hier. Ist aber auch nie so, dass du es irgendwie verkaufen kannst oder so. Nee, leider nicht. Ein Händler gibt's hier nicht. Okay, Leute, ich habe das jetzt endlich geschafft. Und das Tolle ist, wir haben dadurch jetzt keinen Schlüssel bekommen, wie ich gehofft hatte. Drück. Drück? Wie drück? Ja, war wieder aus dem SpongeBob-Spiel. So, den Pfeil will ich haben. Dann würde ich sagen, schlafe ich hier eine Runde. So. Ich wollte gerade sagen, theoretisch kann ich mir eine Xbox jetzt holen von 50 Euro, aber der Laden, bei dem ich holen wollte, hat in einer Viertelstunde zu. Ja, und in einer Viertelstunde sind wir ja, fast fertig mit der Aufnahme, immerhin. 20 Minuten noch so, ungefähr. Ja, genau. Und in 20 Minuten telefonieren wir schon seit 3 Stunden. Kannst mal sehen. Wahnsinn, ne? Ja. Das haben wir alle aufeinander abgestimmt. Mhm. So. Was ich jetzt noch machen kann, das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe jetzt ja endlich 2 Steine. Das heißt, ich kann dieses eine Rätsel lösen in dem Dungeon 3 Etagen unter uns. Da muss ich also jetzt wieder hin. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, was ich meine. Du wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht schlimm.
Nein. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich hier unten wieder rauskomme. Ich wollte jetzt zwar den Pfeil haben, den habe ich jetzt ja auch, aber... Ach, da ist ein Teleporter, okay. So, wo bin ich? Falls es wieder Kredit geben sollte, die Person kann sich auch gerne an mich wenden, ich weiß ja nicht. Nicht? Nee. So. Ich gehe damit ganz locker um. Das hört man doch gerne. Ein bisschen lustig fand ich es ja schon bei Crash Bash. Schnecki! Das war eine Schnecke. Tatsächlich. Es gibt sie doch noch. Ein Teddy. Ach, richtig. Es gibt ja noch eine Sache hier. Die Fighters Challenge gibt's ja noch. So, ich dachte jetzt, du meinst den Teddy. Nee. Aber die Fighters Challenge ist immer noch geschlossen. Was ist das denn überhaupt? Da ist ein ganz, ganz fieser Bereich hinter. Und ich wette mit dir, da gibt's den Schlüssel für die Eisentür. Könnte ich mir fast wetten. Bloß die Tür ist halt immer noch zu. Und ich weiß nicht, wie ich die öffnen soll. Manche sagen, die ist irgendwann einfach offen. Aber keiner weiß genau warum und wieso. Die ist aus Holz, heizt einfach kaputt. Ja, es geht aber mit nichts. Da kann ich auch nichts gegen ballern, glaube ich. Nee. Jetzt habe ich mir erstmal ordentlich Schaden zugefügt. Geil. Kann ich mich erstmal ausruhen. Nee, also, wie sich die Tür öffnet, vielleicht wenn die Eisentür auf ist, das ist auch eine Möglichkeit, dass das irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also diesen Raum muss ich mir nochmal merken. Weil ich das auf der Karte noch nicht notiert habe, mache ich das jetzt mal eben. Wo bin ich denn überhaupt? Da. Hier. Das ist die Fighters Challenge. Ach, Festschalttaste schon wieder an. Sehr schön. So, ja, da komme ich also noch nicht rein. Tschüss. Ja, und auch noch was Leckeres, was beim Schnitzeltreffen gab, waren Schnitzel. Richtig, am ersten Abend hatten wir Schnitzel. Stimmt. Das ist mit Zitrone. Wahr. Ja, Dave wollte eine Zitrone haben. Ach, da, ich gucke wieder auf falsche Karte, ja. Wegen in der ersten Nacht da waren noch ein paar Schnitzel übrig, weil ich esse das letzte. Und der meinte dem auch eins. Ja. Dann hat er halt dann zum Salat gegriffen. Ja. Den er dann aber nicht genießen konnte. Da muss man dann mal in den sauren Apfel beißen. Den konnte er nicht genießen, wenn du am Schnarchen warst. Ja, alle sagen, ich war so laut am Schnarchen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vor allem, wir waren da alle gerade am Zocken und dann kommt irgendwie so ein kurzer, ruhiger Moment und dann... ist der Alex da schon am Schlafen, ne? Ja, ich war aber auch müde. Was heißt hier schon? Das war 4 oder 5 Uhr morgens. Und dann sagt er, sie bin schon am Schnarchen, ist klar. Das ist ja wohl die reinste Frechheit. Mhm. Ja. 112. 112? Was? Abonnenten. Wer? Du? Nicht meine Oma. Ja, natürlich. Ach, deine Oma? Das ist ja cool. Ja, das freut mich, dass du jetzt wieder einen mehr hast. Kann ich ja direkt mal bei dir gucken, wie viele du denn hast. In diesem Moment. Der Aufnahme gut. 606. So, jetzt fehlen nur noch 60 Abonnenten. 606? Da habe ich ja schon wieder 2 dazu bekommen. Wahnsinn. Machst du denn demnächst noch bei GameTube mit? Dann hast du 6666. Genau. Das ist sehr realistisch. Jo. So, mal gucken. Irgendwie komme ich doch hier so da durch, ne? Ja, jetzt bin ich wieder hier, das ist schön. Mhm. Okay, hier bin ich schon mal wieder, Leute. Es geht voran. Jetzt muss ich mich noch einen Dungeon weiter runterkämpfen. Ich muss irgendwie wieder durchkommen hier. War das hier? Ja. Bin ja schon gespannt, wie das Ende aussieht. Ja. Der Endgegner, der ist nicht ohne. Das kann ich schon mal sagen. Der letzte Endboss. Ja, der ist auf jeden Fall mit. Was auch immer, aber mit. Mit dem Schlitt. Genau. Ich nehme mit dem Schlitt. Ja, ich nehme mit dem Schlitt. So. Tschüss, du Nazi. Tschüss, du Spast. Halt. So, da wollen wir rein. Ja, das ist ja der Jörg. Und ich hätte ja kaum wieder erkannt. 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 Erkannt.
sieht's ja auch aus wie so ein kleiner Arschficker. Ach nee, ey. Das ist doch alles schee. Dort hinten sehe ich ein paar Tiere, denen es gut geht. Seht ihr das Schwarze, das so humpelt? Hoffentlich muss es dran glauben. Ach, ist alles sehr nett, ne? Ja. So, hier ist noch wieder was zum Runtergehen. Wo komme ich hier hin?